Wer gerne etwas über die Geschichte Schwedens und Stockholms lernen möchte, der ist im Freilichtmuseum Skansen an der richtigen Adresse. Das Skansen ist ein modernes Heimatmuseum, das wie ein Freizeitpark gestaltet ist. Es bietet Einblicke in die Natur, Geschichte und Tierwelt Schwedens. Arthur Hazelius, ein schwedischer Philologe und Ethnograph, gründete es 1891. Mit der beginnenden Industrialisierung in Schweden befürchtete er ein Sterben der schwedischen Kultur. Mit dem Skansen wollte er den Bewohnern Schwedens ihrer Kultur näher bringen. Skansen ist das älteste Freilichtmuseum der Welt. Unter einem Freilichtmuseum versteht man ein Museum, dessen meist volkskundlicher Bestand im Freien, im natürlichen Lebenszusammenhang aufgestellt ist. Die riesige Anlage ist naturräumlich wie das echte Schweden aufgebaut. So findet man im Norden Birken und Kiefern und im Süden viele Buchen und Weiden. Das Freilichtmuseum Skansen besteht aus rund 150 Land- und Stadtgebäuden, die aus allen Landesteilen Schwedens überführt wurden. Gebäude aus Südschweden befinden sich im Süden Skansens und Gebäude aus dem Norden sind im nördlichen Teil des Geländes zu sehen. Die Häuser sind originalgetreue Rekonstruktionen aus verschiedenen Zeitepochen und repräsentieren den sozialen Status ihrer ehemaligen Besitzer. So stehen hier Bauernhäuser aus mehreren Regionen neben großen Bürgerhäusern und einem ganzen Handwerkerviertel. Auch eine alte Schule und eine Kirche können bestaunt werden. Doch Skansen ist nicht nur Freilichtmuseum, sondern auch ein Tierpark, der ungefähr 300 Tiere vorwiegend aus der nordischen Fauna umfasst. Darunter Vielfraße, Wölfe, Luchse und Bären sowie viele zahme Tierarten. Eine weitere Besonderheit von Skansen ist die 200 Meter lange Bergbahn, mit der man nach Skansen hinauffahren kann. Wem das noch nicht reicht, findet auf der Insel Djurgården, auf der sich Skansen befindet, noch riesige weitere Grünflächen. Skansen und Djurgården stellen damit das grüne Herz der Metropole Stockholm dar.